So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn, dem DLC Frozen Wilds. Und wir werden uns jetzt in ein Pirscher-Gebiet begeben, weil ich gerne das Tutorial abschließen möchte. Und wir werden weiterhin die Welt erkunden. Wir haben in der letzten Folge das Banditenlager eingenommen. Das war Teil der Hauptquest. Da haben wir jetzt 50% im Endeffekt. Und sie war der Meinung, wir könnten schon Dingens herausfordern. Was ich jetzt noch nicht machen möchte eigentlich. Möchte hier schon noch alles weitermachen, ne? Hier ist auch noch der Blauglanz. Hier ist der Pirscher. Da würde ich gerne hingehen. Wir können aber auch... Naja, wir gehen erst zum Pirscher. Wir machen erst ein bisschen Action. Ich habe auch volles Leben. Mal gucken. Weil das sind Pirscher und Langbeine. Bei Langbeinen hat es bisher nicht funktioniert. Dämonischer Pirscher. Ja. Den Glückwunsch, da sind wir schon. Oh, hallo. Da ist dein Teammate. Komm her. Oh. Noch einer? Ist hier drei? Also. I can see clearly now. Kannst du ihn nicht mal schocken? Warum hat das denn? Was willst du denn? Ja, kann ich ihn ja nicht schocken. Ich meine, der eine ging gerade first try. Naja, geht nicht. Warum kann ich dich denn nicht schocken? Verstehe ich ja nicht. Merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, dass der funktioniert hat. Aber der andere Pirscher nicht. Will ich auch irgendwie nicht hinterfragen. Ich weiß nicht. Ja, den Kontrollturm, den kennen wir ja hier schon. Aber hier lungern auch Pirscher. Da ist er doch. Boah.
Holla! Holla! Ach, du bist aber gar kein Pirscher. Du bist ein kleiner Arsch. Aua. Erstmal nur die Kleinen hier. Hier ist der Pirscher. Habe ich hier nur irgendwie so eine kleine prozentuale Chance, einen zu schocken? Der ist doch geschockt hier. Ich check das Tutorial nicht, bin ich ehrlich. Also mehr als ihn mit dem Schocker zu schocken, kann ich doch nicht machen. Oh, wow. Holy shit. Was war das für ein Hit? Hat nicht nach. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Zufall ist. Aua. Wer entscheidet denn hier, wann er geschockt ist und wann nicht? Ey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht. Also. Verstehe ich nicht. Gut, dass ich das gefunden habe. Das ist wieder so außerhalb meiner Gehaltsstufe, habe ich das Gefühl. Das verstehe ich nicht, warum das nie funktioniert. Also, was heißt nie? So unregelmäßig irgendwie. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier hin. Wir gehen nochmal zurück zu den Pirschern. Die sollen da jetzt erstmal wieder respawnen. Vielleicht ist das auch nur der eine Pirscher, der da anfällig ist gegen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir es mit dem Kackvogel da hinten noch probieren. Oh. Oh. Dämonisches Schnappmaul. Der hat ein paar Fische da gekillt. Da hinten ist ein Kackvogel. Gucken wir mal, ob das bei dem Kackvogel funktioniert. Anscheinend nicht. Anscheinend funktioniert das nicht. Ja, klar. Erzähl mir mehr. Meines Drecks nicht. Ah, boah, ja. Holy shit. Holy shit. Ja. Halt's mal. Kann ich mal das Schnappmaul in Ruhe lassen? Hey, Kumpel. Der ist doch jetzt gerade da geschockt. Oh nein. Oh, ich habe Freunde. Ich muss unbedingt aus dem Wasser raus. Geh aus diesem Kackwasser raus. Kümmert ihr euch mal darum? Ich hole mir erstmal Blauglanz. Ich wollte schon sagen. Geh da jetzt sehr hoch. Also, verstehen werde ich das nicht. Langbeine und Pirscher. Also wirklich, funktionieren tut's nicht. Ja. Da kommen sie.
Bauteile entfernt. Leck mir am Arsch. Ich will ihn schocken. Aber ich weiß nicht, warum sie es nicht macht. Ich verstehe es einfach nicht. Ist da wieder einen speziellen Trick? Gehen wir dann gleich nochmal hin. Wir sammeln dann Pirscher und Kackvögel. Gucken wir einfach mal, ob wir die dann irgendwann schon schocken können. Ja, irgendwann wird es funktionieren. Und wenn es einfach nur durch Zufall ist. Da hoch möchte ich jetzt hin. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, eben. Oh. Hoppala. Geh mal hier hin. So. Sieht gut aus. Weil ich jetzt auf der anderen Seite im Fluss bin. Das ist alles nicht geplant hier, glaube ich, so wie ich hier gehe. So. Sind wir hier oben? Hier wollte ich tatsächlich auch mehr oder weniger hin. Und hier kann ich jetzt rüber. So. Hier waren wir nämlich auch schon mal. So. Langsam, langsam. Ja, so weit wollte ich nicht runter. Also ich drücke, ich bin jetzt hier gerade vor und drücke die ganze Zeit X, damit sie hochspringt. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Jetzt habe ich nichts gedrückt und sie ist hochgegangen. Also das ist halt auch Wahnsinn. So, über Umwege sind wir hier. Und der blaue Glanz, oh, der ist, aber die sind fast on point, ne? Standorte. Okay. So, den haben wir jetzt auch. So, perfekt. Wunderbar. Ja. Würde ich sagen, gehen wir hier hin, machen das und das und dann den Weg versuchen wir es nochmal mit dem Pirscher. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Wir sind ja offen, was das angeht. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir hier lang müssen. So, Lagerfeuer haben wir entdeckt. Sehr gut. Das können wir dann auch schon mal hier einmal ganz kurz zack, schnell speichern. Jetzt wäre das Ziel hierhin. Was ist das, ein Donnerkiefer? Die Frage ist, ob ich hier oben lang gehe. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Runter kommt man immer. Auf eher schwieriger. Oh ja, da ist er. Hallo. Okay, Donnerkiefer-Areal, sehr gut. Hier waren wir ja schon überall. Das haben wir ja schon alles aufgedeckt. Was ist das da hinten? Oh, ein Wächter. Wo
Okay, gut. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich jetzt erstmal nur aufdecken, weil wir haben ja eine andere Mission. Und das ist ja immer noch der Pirscher. Oder das Langbein. Ich meine, ich kann es auch gerne einmal zeigen. Pass mal auf. Hier, damit ich mir das ja auch nicht ausdenke. Schocke, schockanfällige Maschinen mit Schockbolzen, wie Pirscher und Langbeine. Kann es sein, dass vielleicht die dämonisch sind, dass man die nicht schocken kann, dass man nur normale Pirscher schocken kann? Ist das vielleicht die Sache? Weiß es nicht. Das ist keine. Aber ich habe der andere, den ich gerade geschockt hatte, das war ein. Das war aber ein dämonischer, das weiß ich. Ein dämonischer Pirscher. Was ist da? Vorratskiste. Ja, also wir gehen in diese Richtung hier nochmal. Guck mal eben. Vorratskiste ist hier irgendwo drin. Ach, hier ist er. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Nein, alles gut. Brauchen keinen Wagen. Der behindert uns nur, der Wagen. So. Stürmer, okay. Stürmern habe ich nichts am Hut. Die Pirscher, die wir wollen. Die uns gefühlt auch one-hitten können, ne? Mit ihrem Schwanz. Wir haben gewaltige Schwänze. Da hat Aloy noch ihre Probleme mit. Dämonischer Plünderer. Warum habe ich denn vorhin da die Pirscher gesehen? Es muss ein Pirscher sein, ich höre ihn nämlich nicht. Ah, wo? Ah. Rotauge. Ich will ja einen Pirscher. Gut, vielleicht kommt er ja. Oh, hallo. Falsche Waffe. Ohne Witz. Erzähl mir mehr. Bauteile entfernt. Kannst du ihn denn auch mal schocken? Wer ist denn damit? Hier ist noch einer. Hier. Na, wo ist er? Wenn du nicht heilen würdest.
Da ist er ja. Keine Munition mehr. Erzähl mir mehr. Er ist schockiert. Er ist doch geschockt. Was soll ich denn noch alles tun? Das Tutorial, man kann doch nicht mal sagen, es ist buggy, weil manchmal funktioniert es ja. Ach, jetzt sind ja auch noch feindliche Menschen. Ernsthaft? Ach boy. Ja, das war ja mal wieder klasse. Also diese Tutorials, die sind immer brutal stark, ey. Mal sagen, es ist reine Glückssache, ob sie funktionieren anscheinend. Hallo, was geht ab? Aua. Ach, jetzt kommt er von da oben. Er kann mich da auch mal kreuzweise, jetzt mal ganz ehrlich. Hör auf damit, lass das sein. Heil dich doch, Mädchen. Heil dich. Heil dich, heil dich. Heil dich. Töte ihn. Töte ihn. Das Tutorial ist kacke. Will ich nicht mehr machen. Wo ist jetzt das Pigment hier? Wo ist dafür hin? Ah, durch die ganzen Feinde. Ja, geil. Da, wo ich nicht hin wollte. Jetzt durch. Aber der hat doch das Schocksymbol. Der ist doch dann geschockiert, oder nicht? Also... Wow. Also wenn jemand dieses Schocksymbol hat, ist das für mich so, dass... Ich könnte mal aufhören, mich da abzuschießen. Was geht ab? Schau. Ja, was geht ab? Ein Zünder. Ja. Also was kann ich ja nicht leiden, dass das pures Glück ist, ob diese Waffe funktioniert oder nicht. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie einen Trick gibt im Internet. Aber das kann ja nicht sein. Ich kann ja jetzt nicht hier alle Pirsche auf diesem Planeten hier ausschalten. Und am Ende des Tages habe ich es dann trotzdem nicht. Ist ja irgendwie dull. So. Pigment. Noch Trampler. Nein, geh weg. Nichts gesehen hier. Da ist das Pigment. Da ist nochmal ein Kackvogel. Vielleicht können wir den nochmal. Hey Aloy. Und jetzt? Der ist umgefallen. Also wenn der nicht schockiert ist, dann weiß ich halt auch nicht. Ich hab's geschafft, oder? Oh boy, das war aber auch mit mehr Glück als der Stein. Oh, ich hab die Trampler aufgeschreckt. Nur die. Haben alle aufgeschreckt hier. Ich möchte gerne weg hier. Okay, gut. Dann haben wir dieses Kack-Tutorial auch. Oder ich gehe mal irgendwo hier in Deckung. Jetzt jagen sie mich. Oh, ist das eine Frostklaue? Ihr seid Freunde, ne? Das ist da oben Frostklaue. Oh ja, die machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Nee, ist er noch gar nicht so weit. Ach Quatsch, ist er gar nicht so weit. Ich habe nur Zeit. Sehr gut, dann können wir die Frostklaue machen. Wir haben noch Zeit. Alles easy.
Ja, chill da hinten. Ja, wenn du da hinten bleibst, ist sogar alles gut. Ja. Habe ich gemerkt, dass ich das Bauteil entfernt habe. Ich bin ganz ehrlich, wenn er da hinten bleibt, dann soll er da hinten bleiben. Ich bin ja hier. Er schreit nur. Wenn er da... Könnten wir... Eigentlich noch mal gucken, ob er da irgendwo eine Schwachstelle sichtbar macht, aber irgendwie macht er sie nicht. Jetzt sehe ich gar nichts mehr von ihm. Oh, ich sehe viel von ihm. Was geht ab? Ey, bleib hier. Du musst noch nicht gehen. Bleib bitte bei mir. Zeig mir dein Bäuchlein. Ja, schön. Kumpel, wenn du da jetzt halt stehen bleibst, dann ist halt witzlos, ne? Wollte nur mal sagen. Na gut, gut für mich. Ich hab schon zu viel dabei. Ja, Kühlsaft brauchen wir nicht. Ja, nice. Gut. Dann haben wir das auch. Ach, guck mal, hier ist noch Blauglanz. Weil wir müssen, ich hab's ja schon mal gesagt, für Trophäen müssen wir auch eine bestimmte Anzahl an Versengern und an Frostklauen killen. Ich glaube, es sind 6 Frostklauen und 20 Versenger. Ja. Also wir werden, sobald wir eine Frostklaue sehen oder einen Versenger, werden wir dem nicht mehr aus dem Weg gehen. Aber wir werden kämpfen. So. Ja, stell dir nichts an. Dann lass uns das noch machen. Haben wir da noch ein weiteres Lagerfeuer. Ach, Schockwurzel, die kann ich eigentlich auch verkaufen. Waldscherben nehmen wir noch mit. Da ist nämlich auch ein Händler, glaube ich, gewesen. Den wir noch nicht aufgedeckt haben, dann können wir da unseren ganzen Rahmen auch verkaufen wieder. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Oh ja. Speichern hier. Was ist der Händler? Ursus Americanus, der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Teufel, wer ist das? Inuk, Junge. Komm rein zu dir. Oh, was haben wir hier alles? Das Besucherzentrum ist ein Flop. Sein strategischer und operativer Nutzen liegt so ziemlich bei 0,0. Hätten wir auch durchgehen können. Wir sollten die Mitarbeiter einfach in ein Wirt setzen und zurück ins Niemandsland schicken, sobald die Tore geschlossen sind. Zurück zum Mindestlohn, Trottel. Okay. Na nett. Wer es lesen möchte, ja, gerne pausieren dann an der Stelle.
Das wird zu schwer. Kann gut sein. Müssen wir ihm ein bisschen was verkaufen. Der hat aber einen extra Namen. Ist das vielleicht ein besonderer Händler wieder? Ich störe nur ungern. Oh, ich... Ja, hallo. Eine Fremde beim Schrein der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Enchuk. Aloy. Der Schrein der... was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut und sein Aussehen darin bewahrt. Wenn du das Totem auf dem Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe. Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber jetzt sind sie verstreut. Also, die Totems. Die Bilder, die sie zeigen, sind von ausgestorbenen Tieren. Sie sind weg. Wie die alten. So scheint es. Dass es solch überwältigende Wesen jetzt nicht mehr gibt, dass wir nicht wussten, dass es sie gab. Wir brauchen Tiere genauso sehr wie die Maschinen. Für Nahrung, für Wärme. Aber widmen wir uns beiden gleichermaßen? Ich schon. Zum Beispiel habe ich diese Theorie über Füchse. Warum haben Füchse rotes Fell? Was essen Füchse denn? Fleisch? Rohes Fleisch. Blutiges Fleisch, ne? Natürliche Ursache. Logische Verbindung. Es ergibt einen Sinn. Du hast viel mehr über Füchse nachgedacht als ich? Ja, das war Blödsinn. Ich habe 6 solcher Figuren. Sind das die, nach denen du suchst? Ah, wir haben 6 Stück. Das war. Eine fehlt dann noch, ne? Machen wir mal eben ganz kurz Zünder. Ne, da brauchen wir ein bisschen was. Wir können ihm hier wieder was verkaufen. Was können wir ihm verkaufen? Ich habe viel von dem leuchtenden Geflecht, ne? Da kaufe ich ihm auch mal 2 von. Falls mal ein bisschen zu dunkel wird hier für ihn. Ich wusste nicht, ob die Sammlung je vervollständigt wird. Schau sie an. Sie sind... Ah, eine fehlt noch. Ich danke dir sehr, Aloy. Das ist wahrscheinlich die letzte Aufzeichnung über die Existenz dieser Tiere. Nimm dies. Das ist das Mindeste. Und komm gerne wieder. Ich und unsere Tierfreunde warten auf dich. Das ist aber nett. Du sagtest, ein Mann habe sie gemacht? Genau. Er war, glaube ich, ein Schüler der reinen Natur. Wie ich, aber meinen Fähigkeiten 1000-fach überlegen. Der große Montana Recreations. Wahrscheinlich der belesenste Naturgelehrte aus der alten Welt. Seine Stimme übernimmt Verantwortung für die Totems, die Gefäße, für all das Wissen, das er sammelte. Ich teile seinen Wunsch. Ich will die Tiere verstehen, ihr Verhalten katalogisieren, ihr Abbild erhalten. Ich sehe mich gerne selbst einfach als eine Art Lehrling, der seine Arbeit weiterführt. Eines Tages werde ich vielleicht auch seinen Namen verdienen. Enchuk Recreations. Ja, träum mal weiter. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt will ich mal eben einmal ganz kurz gucken. So, da. Ne, wir haben alle 2, 4, 6. Die haben alle abgegeben. Warte mal, wenn ich das aktiviere.
passiert dann? Alces, Alces, der edle Elch. Präsentiert von Montana Recreations. Die Hörner sind wie Bäume. Na klar, dieser Elch hat sich mit diesen seltsamen Auswüchsen im Wald getarnt. Okay. Mal gucken uns die anderen auch nochmal an. Canis Lupus, der mysteriöse graue Wolf. Präsentiert von Montana Recreations. Könnten denn diese Wölfe und unsere Füchse die gleichen sein? Vielleicht nach Hunderten von Wintern? Nein. Nein, das ist lächerlich. Das ist echt. Odocoileus virginianus, der erhabene Weißwedelhirsch. Präsentiert von Montana Recreations. Sieht nicht wie ein Raubtier aus. Hat vielleicht mit den Hörnern Beute erlegt, wenn es schon keine scharfen Klauen hatte. Ursus Arctos, der bedrohliche Grizzlybär. Oh ja. Präsentiert von Montana Recreations. Die Klauen waren sicher äußerst gefährlich. Vielleicht früher mal in seiner Jugend, aber sieh dir doch einmal sein Fell an. Alt, schwach. Er macht auf keinen mehr Jagd. Na, ja, sag das mal, wenn er dir gegenübersteht. Bison, Bison, Bison. Auf Latein der tatsächliche Name des prächtigen amerikanischen Bisons. Präsentiert von Montana Recreations. Latein? Vielleicht ein Brauch der alten Welt, den Namen eines besonders verehrten Tiers mehrfach zu wiederholen. Puma Concolor. Der schreckliche Puma. Präsentiert von Montana Recreations. Sein Fell ist sandfarben. Hat sich das Tier vielleicht eingegraben? Vielleicht waren die Zähne nur zum Graben. Zähne nur zum Graben, ja. Stimmt nicht zum Essen. Ursus Americanus. Der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Wie findest du es, von diesem Ding bedroht zu werden? Wahrscheinlich würde mir das sehr gefallen. Welch wunderschönes Biest du warst. Gut, haben wir uns die auch alle angehört? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao, ciao.